Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, gestern kamen dann in dem sehr verspäteten Update neue Story-Quests rein bei den Druiden. Ich freue mich da mega drauf, denn das ist ja auch meine Lieblings-Quest-Reihe im ganzen Spiel. Ihr seht es schon, ich habe das Druiden-Set mir geleistet. Ich finde, es sieht einfach total schön aus auf Morningstar. Er trägt es mit Würde und Stolz. Mein Set hatte ich ja schon ein bisschen länger. Und ich habe mir gedacht, die Federn passen da total toll zu, nur sehen die am Schweif ein bisschen komisch aus, weil die da so in der Luft schweben. Nicht bei jeder Rasse, aber beim Jorvikschen Warmblut leider, deswegen habe ich die weggelassen. Und ich hatte erst überlegt, nimmst du den Fuchs mit? Dann habe ich aber mich entschieden, meinen kleinen Sparky in die Satteltasche zu setzen. Mein allererstes Haustier zu meinem allerersten Pferd fand ich eigentlich sehr, sehr passend. Kurze Info noch, ich habe momentan noch kein allgemeines Intro. Ich habe jetzt aktuell nur dieses Epona-Intro, deswegen ist bei Videos, die sich erstmal nicht mit Epona beschäftigen, das Epona-Intro nicht drin. Ich muss mal gucken, dass ich da auch mal wieder so ein allgemeines mache. Morningstar kann schon kaum erwarten, dass es losgeht. Und die Kommentare bei dem vorigen Video von gestern habe ich erstmal deaktiviert. Habe ich mich entschlossen, das so lang zu machen, bis ich die Story-Quest durchgespielt habe, weil da leider doch schon relativ viel gespoilert wurde. Trotz, dass ich darum gebeten hatte, das nicht zu machen. Es gibt einfach Leute mit einem riesengroßen Mitteilungsbedürfnis und leider nicht zu wenige. Und deswegen habe ich einfach jetzt so lange, bis ich die Story-Quest durch habe, mich entschieden, die Kommentare unter dem Video einfach komplett zu deaktivieren. Danach werde ich das wieder öffnen, dass ihr wieder weiter darunter schreiben könnt. Ich überlege auch, ob ich jetzt bei den Videos hier von der Story-Quest die Kommentare deaktiviere, bis ich fertig aufgenommen habe. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ich weiß es noch nicht genau. Aber genug palabert, jetzt wird erstmal gestartet mit der Quest. Und ich bin wirklich gespannt und freue mich richtig drauf. Ich habe irgendwie wieder keine Musik, eben im Stall war sie ganz leise und dann war sie wieder weg und merkwürdig. Wir fahren jetzt nach Waledale Village, denn da müssen wir wieder hin. Wir müssen durch das Portal reiten zum geheimen Steinkreis und dann in Fripps Büro. Und da geht's dann weiter. Elisabeth wird uns dann etwas über die Sternenpferde erzählen. Das hatte sie ja das letzte Mal schon angesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel. Ich musste mich auch erstmal wieder erinnern und versuchen mich zu erinnern. Weil das letzte Mal sind ja die Druidenquests, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass die kamen. So, reiten wir hier jetzt mal im Kreise rum. Der Plumpsack geht um. Da, 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 da. Und wer sich umdreht oder lacht, der kriegt den Buckel voll gemacht. Ich habe Plumpsack habe ich immer sehr gerne gespielt. Als man das noch so auf Kindergeburtstag und sowas gespielt hat. Das fand ich irgendwie immer total süß. Topfschlagen war auch immer cool, aber da habe ich irgendwie, wenn man da so im Kreis drumrum saß oder man saß halt in der Nähe, dann hat man immer so leicht den Löffel jemand anderem drüber gezogen oder man hat den Löffel abbekommen. Wer kennt das Problem? Wer kann ja mal ich in die Kommentare schreiben, wenn sie jetzt nicht deaktiviert sind. Genau, anklicken war nicht, ich musste reinlaufen. Und ich liebe dieses Büro nach wie vor. Da liegt der kleine Fripp immer noch. Im Laufe der Geschichte hat sich in Krisenzeiten eine Schwesternschaft von Soulridern erhoben, um der Dunkelheit entgegenzutreten, Jorviks Pferde zu beschützen und das Gleichgewicht zwischen den Welten aufrechtzuerhalten. Die Wächter. Starshine, Meteor, Tinkern. Ihr drei seid nicht die Ersten, die diese Pferde als Soulrider reiten, so wie Anne nicht die Erste war, die Concord reitet. Aber du hast mir gesagt, ich wäre dazu bestimmt, Tinkern zu reiten, dass niemand außer mir seine Reiterin sein könnte. Und das stimmt auch. Für diese Inkarnation von Tinkern. Es gab viele Tinkerns vor ihm, genauso wie es viele Inkarnationen von Starshine, Meteor und Concord gab. Vier Seelen, die seit der Ankunft von Aideen wiedergeboren wurden. Die Wächter. Also, sind die Wächter Sternrassen? Nicht ganz. Eine Sternrasse ist ein Pferd, das von Aideens Licht gesegnet wurde und das Potenzial hat, den Geist eines Wächters zu tragen. Sternrassen sind nur auf Jorvik zu finden. Sie sind sehr selten, aber nicht so selten wie die Wächter selbst. Auf Jorvik gibt es noch andere Sternrassen. In der Tat, Dina dort reitet auch eine. Morningstar ist eine Sternrasse?
Das erklärt, was beim Hauptquartier von Dakor passiert ist, mit dem Herumfliegen und so. Oh Gott, na Fripp. Fripp. Oh Gott. Wir müssen ihn irgendwie retten. Das ist der Evergrey, ich finde ihn so cool. Seine Atmung wird immer schwächer. Fripps Zustand verschlechtert sich immer weiter, seit er mit seiner Magie den Portalstein zerstört hat. Ich fühle mich so hilflos. Zumindest kann ich versuchen, es ihm bequem zu machen. Dina, könntest du ein Kissen von drüben beim Bücherregal holen? Aber natürlich doch. Oh, der arme kleine Fripp. Es tut mir so leid. Oh je. Danke, Dina. Hier, mein kleiner Freund. Schlaf und werde gesund. Alles, was wir jetzt tun können, ist warten und hoffen, dass Aydins Licht ihn wieder gesund macht. Nein, es gibt andere Möglichkeiten. Hä? Ich mache mir auch Sorgen um Fripp, aber im Moment müssen wir alles tun, um Concord zu finden. Das würde auch der kleine Kerl wollen. Na, hat Alex nicht Unrecht mit? Lass mich versuchen, es kurz zusammenzufassen. Der Concord, den wir kannten, ist also weg. Aber weil er ein Wächter ist, lebt sein Geist weiter. Und jetzt müssen wir die Sternrasse finden, die der neue Concord wird. Genau, Alex. Du warst schon immer sehr schnell von Begriff. Du wirst eines Tages ein guter Druide sein. Hermann, er ist derjenige, der Starschein gefunden hat, richtig? Er kann helfen. Hermann hat diese Aufgabe fast 40 Jahre erfüllt. Allerdings, seine Gabe ist in den letzten Jahren schwächer geworden, weshalb er den Bewahrern auf andere Weise hilft. Es gibt noch jemanden aus unserem Orden, der die Gabe des Tierflüsterns beherrscht. Rhiannon. Ihre Gabe ist zwar nicht so stark wie die von Hermann zu seinen besten Zeiten, aber sie ist unsere beste Chance, Concord zu finden. Sie ist nicht wieder so ein seltsamer Verbannter wie Evergrey, oder? Hallo? Ich bin auch noch hier, klar. Alex und Dina, trefft euch mit Rhiannon auf der Bergkoppel. Und Dina, bring unbedingt Morningstar zu dieser Lektion mit. Was ist mit mir? Für dich habe ich eine andere Aufgabe, Lisa. Rhiannon, die Tierflüsterin, was? Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen. Tinken und ich treffen dich auf der Koppel. Bin es nur ich oder ist Alex immer so ein bisschen sarkastisch in ihrer Art? Ich weiß nicht, Alex ist nicht so mein Lieblings Soul Rider. Ich glaube, ich finde Lisa am coolsten. Anne kennen wir ja noch nicht. So, ja gut, dann scheint ja der alte Concord, den wir noch aus den Starshine Legacy Teilen zum Beispiel kennen, scheint ja tatsächlich nicht mehr zu sein. Das haben wir ja am Ende spekuliert. Es wurde ja nur gesagt, dass er weg ist, aber es wurde ja nie gesagt, dass er gestorben ist. Anscheinend scheint er wirklich verstorben zu sein. Aber seine Seele, sein Geist ist eben noch da. Weil die Soul Rider und die Sternenpferde, die Sternenrassen, die Pferde der Soul Rider niemals aussterben können, sondern immer wieder geboren werden in anderer Form. Ich erinnere mich an das erste Mal, als Elisabeth mich zum Unterricht an diesen Ort mitnahm. Genau wie ich. Du hast mir fast den Schweif verbrannt. Oh, Tinken. Hey, sei nicht so streng mit mir. Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen, bis das Schicksal uns beide zusammengeführt hat. So wie Erdnussbutter und Vaseline. Was? Erinnere mich nicht daran. Concord hat es mit seiner Reiterin viel einfacher. Anne war ein Naturtalent. Nicht, dass ich mir so eine strenge Reiterin wünsche. Dich herumzuschubsen ist viel einfacher. Red nur weiter, alter Junge. Du traust dich ja doch nicht. Das habe ich mir gedacht. Na komm schon, ich will Rhiannon nicht warten lassen. Okay, das hat mir jetzt die beiden doch sympathischer gemacht. Ein Lichtfuchs, nordschwedisches Kaltblut mit einem Blitz. Ja, und da ist jetzt auch das, wo ich eben gespoilert wurde, dass die Fohlen als Zuge der Storyquest reingekommen sind. Oh, schön, guck mal hier, der Fuchs, das sieht aber auch toll aus, das Set auf dem. Das ist also Rhiannon. Dina, Alex Cloudmill, willkommen im Sternrassen-Bootcamp. Ich hoffe, ihr habt gefrühstückt, denn es wird ein langer Tag. Okay. Mein Name ist Rhiannon und wie dir Elisabeth wahrscheinlich gesagt hat, bin ich eine Tierflüsterin. Okay.
Was ist eigentlich ein Tierflüsterer? So etwas wie ein Talentscout für Pferde? Ein Tierflüsterer ist jemand mit einem Talent für die Kommunikation mit Pferden, insbesondere mit den Rassen, die Aydin am nächsten stehen und die nur hier auf Jorvik zu finden sind. So wie ich und Tinken auf derselben Wellenlänge sind. Wow, hey Tinken, ich kann auch mit dir flüstern. Oh. Siehst du, ich wette, ihr wusstet nicht, dass ein Pferd auch stöhnen kann. Tierflüsterer, ich hab's drauf. Ja, wie soll ich das sagen? Als Soul Rider ist deine Gabe etwas Besonderes. Ein Soul Rider ist durch Aydins Willen dazu bestimmt, sich mit nur einem Pferd zu verbinden. Du magst eine von Aydins auserwählten Champions sein, aber für diese Mission, Alex, bist du nur die Unterstützung. Aber was ist mit Dina? Sie hat auch eine besondere Beziehung zum Morningstar. Elisabeth hat mir gesagt, dass Dina die Fähigkeit besitzt, sich mit jedem Pferd zu verbinden. Bohahaha, ich bin ein Alleskönner. Ist das wahr, Dina? Spürst du auch eine Verbindung zu anderen Pferden als Morningstar? Ich spüre eine starke Verbindung zu allen Pferden. Ich war schon immer mit vielen Pferden verbunden. Ich fühle mich wirklich nur mit Morningstar verbunden. Nein, tatsächlich mit vielen. Komm, wir übertreiben mal ein bisschen. Alle Pferde. Entweder hast du die Gabe des Tierflüsterns oder du bist einfach nur eine Pferdinnerin. Wir haben einfach nur übertrieben. Alles klar, fangen wir an. Okay, gut, hier muss ich absitzen. Das ist so praktisch, dass das jetzt mit X geht. Immerhin das funktioniert. F1 ist ja immer so ein bisschen Glückssache. Gerade geht es zum Beispiel wieder nicht. Dina, ich muss mit dir und deinem Pferd zusammenarbeiten. Würdest du uns bekannt machen? Morningstar, nicht wahr? So ein großer und starker Bursche. Dina hat Glück, einen wie dich gefunden zu haben. Dina, nimm diese Tasche. Geh zur anderen Seite der Koppel und wenn du dort ankommst, öffne die Tasche, nimm ein Stück vom Inhalt und iss es. Morningstar bleibt hier bei mir. Es handelt sich um mächtige Druidenmagie, aber wenn du meinen Anweisungen genau folgst, wird es schon klappen, denke ich. Ihr Outfit ist ja mal immer mega cool. Finde ich sehr, sehr nice. Sowas hätte ich auch gerne. Oha. Ich dachte, Morningstar bleibt bei ihr. Du darfst auf keinen Fall alles essen. Okay. Habe ich das jetzt schon? Das war ein Scherz. Es ist nur Zucker. Dachtest du, ich würde dich vergiften? Na gut, jetzt schließ deine Augen. Ich möchte, dass du dich auf den Geschmack in deinem Mund konzentrierst. Bist du dabei? Und jetzt denk an jemand anderen, dem diese Zuckerstückchen schmecken würden. Morningstar vielleicht? Was denkst du, Morningstar? Wünschst du dir nicht, dass du diese Zuckerwürfel anstelle von Dina fressen könntest? Siehst du? Konzentrier dich. Du spürst es, nicht wahr? Du hast die Gabe dazu. Mir von Morningstar den Zucker aus dem Maul fressen zu lassen? Nein, Quatsch. Du konntest Morningstar spüren, weil dir die Zuckerstückchen geholfen haben, ein Bedürfnis zu fokussieren. In diesem Augenblick hattest du das, wonach Morningstar am stärksten verlangte. Zucker. Oh oh, anscheinend ist Morningstar ein Leckermäulchen. Und wie mir scheint, hat meine kleine Übung einen Riss zwischen euch bewirkt. Das darf nicht sein. Es gibt keinen Grund, Morningstar zu quälen. Wo diese Zuckerstückchen herkamen, gibt es noch viele weitere. Hier, nimm die und gib deinem Pferd einen Snack. Armer Morningstar. Hat sie dich verarscht? Ah, ich weiß, was mein Folgenbild wird. Morningstar hat es geschmeckt? Ich freue mich, dass ich euch beiden helfen konnte, eure Freundschaft wiederherzustellen. Du hast sie auch kaputt gemacht. Ich verstehe das nicht. Was hat die Vorliebe eines Pferdes für Süßes mit der Tierflüsterei zu tun? Wie schon gesagt, das Zuckerstückchen repräsentiert ein Bedürfnis. Es war eine Möglichkeit, Dina bei der Konzentration darauf zu helfen, Morningstar wirklich zu sehen. Viele Pferde, aber Sternrassen ganz besonders, haben ein Bedürfnis, den Reiter zu finden, mit dem sie eine Bindung eingehen. Dieses Gefühl, das ich hatte, als ich Tinken zum ersten Mal begegnet bin, das kannst du sehen? Ja. Dieses Bedürfnis zu erkennen, hilft einem Tierflüsterer dabei, Sternrassen zu finden. Okay.
Jetzt müssen wir uns wieder auf Morningstar draufsetzen, beziehungsweise ich und jeder andere auf sein eigenes Pferd. Wir sollten noch einen weiteren Test machen, bevor wir mit der Suche beginnen. Okay. Ich werde dich bitten, nochmal deine Augen zu schließen und während sie geschlossen sind, werde ich einen kleinen Test für dich vorbereiten. Na? Na los, mach sie zu. Wenn ich es sage, öffne deine Augen, dann konzentriere dich, wie ich es dir gezeigt habe. Nur dieses Mal denkst du statt an Zucker an das Gefühl, das du hattest, als du Morningstar zum ersten Mal begegnet bist. Glaubst du, du schaffst das? Okay. Eins, zwei, drei. Öffne sie. Oha, ist das cool. Oha, folge dir auch, bevor sie verschwindet. Da ist der nächste Punkt. Und hierhin. Und dahin. Links, rechts, links rum. So, jetzt anscheinend so eine Art durch die ganze Bahn wechseln. Ah, Foli! Du hast eine Sternrasse gefunden. Ah, das ist aber mega cute gemacht, die Quest. Oh, guck mal, es sieht aus wie Morningstar. Guck mal, das könnte dein Papi sein. Oh, sorry, ich fliege wieder so oft raus hier. Das nervt mich gerade ein bisschen. Blöd. Ach, ist das süß. Jetzt kommt dann noch der Krankenwagen vorbei. Ist alles gut hier. Läuft alles nach Plan. Ausgezeichnete Arbeit, Dina. Wir machen noch eine Tierflüsterin aus dir. Ich denke, wir sind soweit, deine Fähigkeiten in der freien Wildbahn zu testen. Okay. Da wir auf der Suche nach Fohlen sind, gibt es keinen besseren Startpunkt als die Jorvik-Stelle. Cool, es ist schon eine Weile her, seit ich dort war. Hast du Lust, nochmal die Stelle auszumisten, wie in alten Zeiten? Der Vorteil davon, ein Soul Rider zu sein, ist es, dass ich nur noch dir hinterherräumen muss. Die Verbindung zwischen Wächter und Soul Rider, einfach wundervoll. Ich muss mich für meine Reiterin entschuldigen, Rhiannon. Sei still, du bist doch derjenige, der davon angefangen hat. Ein vielversprechender Anfang. Reite zu den Jorvik-Stellen. Nix und ich treffen dich dort. Okay, das Pferd heißt also Nix. Nix wie weg. Aha, aha, aha. Ich weiß, das war jetzt gerade echt doof. Das war überhaupt kein guter Witz. Ein Flachwitz. So flach wie ein Blatt Papier. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich wüsste mal gerne, ob für jeden hier das Pferd anders aussieht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Guck mal hier, die beiden könnten echt Papa und Sohnemann sein. Oder Papa und Tochter, aber Papa und Sohnemann finde ich irgendwie süßer. Und ja, damit macht's gut und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Tschüss!